Sie leiden an einer neurologisch bedingten Fußheberschwäche. Die Firma CuraTech Services hat mit dem Pace XL ein innovatives Hilfsmittel im Programm. Wie genau funktioniert das Pace XL und für welche Patienten ist es geeignet? Das Pace XL ist ein Gerät, mit dem Sie bei zentralbedingten Gehstörungen, wie zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder bei Multiple Sklerose, ein weitestgehend normales Gangbild wieder erreichen können. Bei der hier vorgestellten Patientin handelt es sich um eine Patientin, bei der eine Multiple Sklerose vorliegt und diese bedingt eine linksseitige Fußheberschwäche. Durch die Anwendung des Pace XL konnte hier wieder eine entsprechende Fußaußenrotation und eine synchrone Aufsetzphase sowie ein harmonisches Gangbild erreicht werden. Mithilfe eines Senders im Schuh können wir gangsynchron Stromimpulse an den gelähmten Fußhebermuskel abgeben. Hierdurch erreichen wir wieder ein physiologisches Gangbild. Mein Name ist Elvira Bleil, ich leide seit 2 Jahren unter PPMS. Ich habe eine ausgeprägte Fußheberlähmung, das heißt, ich stolper beim Gehen. Meine Gehstrecke beträgt ohne Hilfsmittel, nur Gehstock, um die 100 Meter. Mit dem Pace XL schaffe ich bei weitem mehr, zurzeit 300 Meter, was natürlich toll ist, gibt mir viel Lebensqualität zurück. Und ich denke, mit mehr Training wird die Gehstrecke sich noch verweitern. Weitere Informationen zum Thema Pace XL finden Sie auf www.curatech.de.